Ja, vielen Dank, Frau Neuberger. Vielen Dank, Herr Potschul, dass ich heute die Bibliothek hier vorstellen darf. Und ich habe mir vorgenommen, Ihnen kurz unser Institut vorzustellen und auch kurz ein paar Informationen zur Bibliothek zu geben. Und ich wollte Sie ungerne die ganze Zeit mit Zahlen oder irgendetwas langweilen und habe mir überlegt, dass ich Ihnen, da wir diese Coffee Lecture ja nicht in echt machen können und wir uns nicht in der ZFA-Bibliothek befinden, dass ich Ihnen anhand ausgewählter Teile unseres Bestandes Bücher und Zeitschriften vorstelle und Sie anhand dessen und anhand meiner Erzählung auch sich vielleicht vorstellen können, mit welchen Beständen wir arbeiten und zu welchen Themen und zu welchen inhaltlichen Fragen wir bei uns arbeiten. Ich möchte mich zu Anfang gerne ganz kurz persönlich vorstellen. Ich habe in Göttingen Germanistik und europäische Ethnologie studiert und habe dann in der ersten Matrikel nach der Wende an der Humboldt-Universität von 1995 bis 1997 das zweijährige berufsbegleitende Aufbaufernstudium zur wissenschaftlichen Bibliothekarin absolviert. Und ich war von 1994 bis Ende September 2016 Leiterin der Bibliothek der Stiftung Topographie des Terrors, die vielleicht auch einige von Ihnen kennen. Und seit Oktober 2016, also seit ziemlich genau 4 Jahren, bin ich jetzt die Leiterin der Bibliothek des Zentrums für Antisemitismusforschung. Ich werde das in der nächsten Zeit immer nur mit ZFA betiteln, weil das kürzer ist. Ich habe meinen Vortrag genannt, ein Ungeheuer, das wenigstens theoretisch besiegt sein muss. Und ich beziehe mich damit auf ein Zitat des jüdischen Philosophen Konstantin Brunner, der ziemlich genau vor 100 Jahren, nämlich 1924, dieses Zitat geschrieben hat. Und ich finde es leider Gottes immer noch sehr, sehr passend, weil Antisemitismus natürlich immer noch oder jetzt auch gerade wieder ein Phänomen ist, das um sich greift und eine Rolle spielt. Ja, das Zentrum für Antisemitismusforschung, das ZFA, wurde 1982 an der TU Berlin gegründet. Leiterinnen bisher waren Professor Strauß, Professor Benz und Professor Schüler-Springorum. Professor Strauß hat das Institut von 1982 bis 1990 geleitet und er war selber ein Holocaust-Überlebender. Er ist ein jüdischer Deutscher, der als sogenanntes U-Boot versteckt in Berlin eine Zeit mit seiner Verlobten überlebt hat und dann konnte er über die Schweiz in die USA emigrieren und er ist, um die Leitung des ZFAs zu übernehmen, 1982 bis 1990 nach Berlin gezogen und hat vorher die ganze Zeit in den USA, in New York gelebt. Professor Benz hat dann, ich glaube, weil es vor meiner Zeit war, weiß ich es nicht so ganz genau, von 1990 bis 2011 die Leitung des Instituts inne gehabt und Professor Schüler-Springorum leitet seit 2011 jetzt unser Institut. Die Aufgabe des Instituts, wie der Name ja auch schon sagt, ist, den Antisemitismus in allen seinen Facetten, Ausprägungen, Regionen und historischen Entwicklungen zu erforschen. Antisemitismus zeigt sich in vielen Bereichen, in vielen Ausprägungen. Das kann man jetzt natürlich in der Corona-Zeit an den Verschwörungstheoretikern auch noch mal wieder sehen. Antisemitismus ist ein weltweites Phänomen und besteht seit vielen hundert Jahren oder noch länger. Was ich sehr beeindruckend finde an unserem Institut ist mittlerweile die große thematische Bandbreite, die durch die Antisemitismusforschung oder in der Antisemitismusforschung deutlich wird. Wir merken das an unseren Lehrenden, Dozierenden, an den wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und die Gebiete, in denen Antisemitismusforschung sich jetzt bewegt, bezieht sich auf Geschichte, auf Politikwissenschaft, auf Soziologie, auf Literaturwissenschaft, Jura, Pädagogik, Emotionsforschung, Kunstgeschichte, Genderforschung, Theologie, Erziehungswissenschaft. Also aus allen diesen Bereichen kommen sogar kommen unsere wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Dozierenden, und bringen alle ihre wissenschaftlichen Kenntnisse, die sie aus ihren eigenen Fächern haben, in die Antisemitismusforschung ein.
was extrem bereichernd ist und sehr interessant, auch für mich als Bibliothekarin. Seit dem Wintersemester 2014-15 bieten wir den Masterstudiengang Interdisziplinäre Antisemitismusforschung bei uns an. Der startet jeweils zum Wintersemester, also jetzt dieses Jahr auch wieder. Und es immatrikulieren sich immer so zwischen 20 und 30 Studierende. Und das finde ich eben auch faszinierend, oder das spiegelt auch nochmal diese Interdisziplinarität wider. Die Studierenden kommen natürlich alle mit ihren Bachelor-Abschlüssen auch aus den unterschiedlichsten Fächern, also eben auch aus denen, die ich oben genannt habe eben gerade. Und der Studiengang ist ein sehr praktischer Studiengang. Es ist auch ein Praktikum vorgesehen und er soll die Studierenden dazu befähigen, eben auch in den verschiedensten Bereichen nach Beendigung des Studiengangs tätig zu werden. Also einige gehen in den Journalismus, manche gehen in Museen, andere gehen in Gedenkstätten, manche bleiben in der Wissenschaft, manche gehen in die Politik. Das ist sehr weit gestreut, die politische Bildung. Und ja, also als ich von der Topographie des Terrors vor 4 Jahren rüberkam ins Zentrum, da habe ich eher erwartet, dass sich überwiegend Historiker damit auseinandersetzen, mit diesem Thema. Aber es sind eben wahnsinnig viele Bereiche, die damit zu tun haben. Jetzt probiere ich mal, ob ich auf die zweite Folie komme. Genau. Ich habe Ihnen kurz ein Foto, da wir ja nicht persönlich uns treffen können in der Bibliothek, ein kleines Foto mitgebracht von der Bibliothek, damit Sie so einen Eindruck haben. Wir sind am Ernst-Reuter-Platz im Telefunken-Hochhaus in der 9. Etage. Die Bibliothek befindet sich in einem Raum und wenn Sie auf der linken Seite zwischen die Regale gucken, können Sie erahnen, dass da Fenster sind und unsere Arbeitsplätze in der Bibliothek befinden sich entlang dieser Fensterfront. Und wir können zu Corona-Zeiten, wir sind eine kleine Bibliothek, wir können immerhin 9 Plätze anbieten von den ursprünglich 15 Arbeitsplätzen, die wir haben. So, jetzt noch ein paar Informationen theoretischer Art zur Bibliothek, bevor ich dann auf die Bestände eingehen möchte. Die Bibliothek an ZFA wurde bereits 1983 gegründet. Das ist vielleicht an einer Universität jetzt nicht ungewöhnlich, dass es da Bibliotheken gibt. Ich finde aber trotzdem, dass das doch nochmal zeigt, wie wichtig auch gerade dem Institut eine Bibliothek war. Und die Bibliothek am ZFA ist natürlich nach wie vor ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Instituts. Das merke ich auch täglich in meiner Arbeit und freue mich natürlich auch darüber. Das ist aus dem Gedenkstättenbereich, wo ich herkomme, nicht immer der Fall. Da werden Bibliotheken nicht so gewertschätzt, wie es bei uns am ZFA der Fall ist. Wir sind eine Printbibliothek und werden das auch bleiben. Wir haben circa 43.000 Bände im Moment. Wir haben insgesamt ungefähr 250 Periodika, davon noch 120 laufend, also die tatsächlich noch regelmäßig bei uns eingehen. Wir haben zahlreiche alte Periodika auf Mikrofilm, die auch wirklich sehr, sehr viel genutzt werden. Und alle unsere Bestände finden Sie in Primo im UB-Katalog. Und gleich, wenn ich auf die Bestände näher eingehe, werden Sie auch, glaube ich, wird es noch mal ein bisschen deutlicher, warum wir eine Printbibliothek sind. Wir haben auch ein paar elektronische Angebote, aber das ist tatsächlich verschwindend gering. Wir haben E-Books, ein paar elektronische Zeitschriften, Datenbanken, aber der Schwerpunkt liegt auf der Printbibliothek. Wir sind eine wissenschaftliche Spezialbibliothek, eine Fachbibliothek der UB, der TU. Wir haben einen Präsenzbestand, das heißt, wir leihen nicht aus. Und der größte Teil dieses Bestandes steht in systematischer Freihandaufstellung. Sie können also, wenn Sie zu uns arbeiten kommen, direkt an die Regale gehen und mit den Büchern arbeiten. Und wir sind auch jetzt in Corona-Zeiten für alle Interessierten zugänglich, nicht nur für Studierende oder Beschäftigte der TU, sondern auch für Studierende anderer Universitäten. Wir sind für Interessierte offen und werden auch rege genutzt. Die Sammelschwerpunkte der Bibliothek sind natürlich eben alle diese Bereiche, die ich eben auch genannt habe, in denen das Institut arbeitet. Und ich habe es aber hier jetzt doch nochmal so ein bisschen aufgelistet. Natürlich eben der Antisemitismus allgemein in all seinen Fächern, Ausbreitung, Facetten. Wir sammeln zu jüdischem Leben, zu Regionalstudien, zu Nationalsozialismus und Holocaust.
zu Exil, Erinnerungskultur, Rechtsextremismus und natürlich auch zu ganz aktuellem Antisemitismus heutzutage. In der Bibliothek sind 1,75 Stellen vorhanden. Also wir sind eine sehr kleine Bibliothek, man kann fast sagen eine One-Person-Library, eine OPL. Und ich habe aus der Topografie des Terrors mitgebracht, oder es ist mir nach wie vor sehr, sehr wichtig, wenn man in so einer kleinen Einrichtung tätig ist, dass man sehr leicht untergehen kann, wenn man alleine bleibt. Und dass es sehr wichtig ist, in Kooperationen zu sein und Netzwerke zu haben, auf die man zurückgreifen kann. Und die Bibliothek des ZFA ist deshalb Mitglied in verschiedensten Kooperationen und Arbeitsgemeinschaften. Ich wollte nur mal, dass Sie das mal gehört haben. Wir sind Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft der Gedenkstättenbibliotheken. Wir nehmen teil im Judaica-Portal des KOBV. Wir sind in der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken und wir sind Mitglied der Association of Jewish Libraries, eine US-amerikanische weltweite Bibliotheksvereinigung. So, jetzt komme ich zu den Beständen. Ich habe Ihnen einfach einige, wie ich finde, prägnante Beispiele mitgebracht, eben anhand derer Sie die Printbibliothek verstehen können, aber eben auch diese ganzen Themen und Bereiche, an denen wir arbeiten. Die erste Folie zeigt Antisemitika. Auf der linken Seite sehen Sie drei Exemplare des Handbuchs der Judenfrage von Theodor Fritsch. Und darunter aufgeklappt, Sie können das ein bisschen schlecht lesen, das ist der Antisemitenkatechismus, ebenfalls von Theodor Fritsch. Der Antisemitenkatechismus wurde 1887 von Theodor Fritsch verfasst. Theodor Fritsch war ein sehr extremer Antisemit und er hat in diesem Antisemitenkatechismus diverse jüdische Texte aus dem Kontext gerissen, Zitate, also aus dem Talmud oder aus jüdischen Texten, oder er hat jüdische Orte aufgelistet und angeprangert und immer mit antisemitischem Hintergrund. Und dieser Antisemitenkatechismus wurde 1888 von der Staatsanwaltschaft Leipzig beschlagnahmt, weil eine große Gefahr für Unruhen bestand. Also der war so antisemitisch, dass er sehr polarisiert hat und deshalb wurde das Buch verboten. Theodor Fritsch war aber weiterhin antisemitisch tätig und hat dann ab 1907 das Handbuch der Judenfrage herausgegeben. Das ist bis 1945 in 49 Auflagen erschienen und das Interessante daran ist, und das ist auch der Grund, warum wir es mehrfach bei uns in der Bibliothek haben, ist, dass jede Auflage verändert ist und man kann sozusagen anhand dieses Handbuchs der Judenfrage durch die Jahre gehen und im Inhaltsverzeichnis nachvollziehen, mehr oder weniger, was in Anführungsstrichen en vogue war im Antisemitismus in den einzelnen Jahren. Und es ist eine sehr, sehr wichtige Quelle natürlich und die wir eben auch haben müssen. Und wir sind anders auch als die UB oder die Mathebibliothek oder so, die mit Lehrbuchsammlungen arbeiten und wo alte Auflagen aus der Bibliothek entfernt werden. Und wir arbeiten eben gerade, das zeichnet uns auch aus, wir arbeiten mit diesen alten Sachen und sammeln die natürlich auch sehr bewusst. Auf der rechten Seite habe ich Ihnen ein Foto vom Cover eines Kinderbuches mitgebracht, Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid. Das ist ein 1936 erschienenes Buch. Es wurde verfasst von der damals 18-jährigen deutschen Kindergärtnerin Elvira Bauer. Es zeichnet sich, und es ist im Stürmer Verlag erschienen in circa 100.000 Exemplaren in 7 Auflagen. Und was mir daran so nahe kommt, ich habe auch mehrere Kinder,
Aber natürlich kann man das nachvollziehen, dass, dass der Antisemitismus sich eben überall präsentiert hat und auch eben in Kinderbüchern. Und dieses Buch zeichnet sich dadurch aus, dass es wirklich auch extrem antisemitisch ist. Wären wir jetzt in der Bibliothek, könnte ich es Ihnen zeigen. Also es ist sehr reich bebildert und wichtige antisemitische Passagen sind nochmal besonders in Rot hervorgehoben. Genau. Und man merkt aber auch an diesem Buch, dass man doch nicht alles sozusagen über einen Kamm scheren kann. Also die Elvira Bauer hatte damals auch in der nationalsozialistischen Zeit Probleme, einen Verlag für dieses Buch zu finden, weil es selbst nationalsozialistischen Verlagen zu antisemitisch war. Und der Stürmer Verlag hat es dann schließlich genommen und publiziert. So, dann gehe ich weiter zum nächsten. Ein weiteres Beispiel von Medien, die wir haben, sind die Antisemitika. Das sind Wissenschaftlerinnen gewesen, Vereinigungen, die, wie das Eingangszitat von meiner Präsentation, die sich eben auf wissenschaftlicher Weise damit beschäftigt haben, den Antisemitismus also zu beweisen, dass er keinen Grund hat, sozusagen. Und dieses sind die Anti-Anti-Blätter zur Abwehr, Tatsachen zur Judenfrage, 1924 im Philo-Verlag, einem jüdischen Verlag, erschienen und herausgegeben vom Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. Das sind, ich glaube, 68 Einzelblätter, die in so einem Schuber liegen. Und ich habe Ihnen einfach willkürlich eine Seite rausfotografiert. Das ist die Seite 19, die deutsche Frau, die Juden und die Antisemiten. Und jedes Blatt ist so aufgebaut, dass es im oberen Teil eine antisemitische Behauptung der Zeit aufnimmt und dann unten relativ kleinteilig das alles widerlegt. Also es geht um Versammlungen, auf denen irgendetwas behauptet wurde angeblich, und dann wird aufgeschrieben, dass es diese Versammlung gar nicht gegeben hat und deshalb konnte das nicht gesagt werden, und dann wird das auch noch anderweitig widerlegt. Es gab eben auch diese Anti-Antisemitika, und die haben wir auch bei uns im Bestand. Ja, wie wir alle heutzutage wissen, hat dieser wissenschaftliche Anti-Antisemitismus leider ja nicht zur Aufklärung beigetragen. Ein weiteres Beispiel habe ich genannt vor und nach 1945. Und das hat bei mir, diese Bücher haben bei mir persönlich eine Rolle gespielt. Links sehen Sie zwei Bücher von Elisabeth Frenzel, Motive der Weltliteratur und Stoffe der Weltliteratur. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich in Göttingen Germanistik studiert habe. Und die beiden Bücher auf der linken Seite sind meine Privatexemplare, mit denen ich mein Studium verbracht habe damals. Und auf der rechten Seite sehen Sie dieses aufgeklappte Buch ebenfalls von Dr. Elisabeth Frenzel, Judengestalten auf der deutschen Bühne. Und Elisabeth Frenzel war nach 1945 eine führende Literaturwissenschaftlerin, die eben deren Arbeiten Standardliteratur im Germanistikstudium waren, bis vor kurzem, denke ich, auch noch. Es wird dabei aber nie erwähnt, dass Elisabeth Frenzel während des Nationalsozialismus promoviert hat. Dieses Buch, was Sie sehen, ist die Druckfassung ihrer Promotion, ein Werk, das sich auch durch sehr, sehr starken Antisemitismus auszeichnet und sich auf Hans F. Karl Günther bezieht, dem Rassetheoretiker in Anführungsstrichen, auf den sich die Nationalsozialisten bezogen haben. Das Buch wurde nach 1945 in der sowjetisch besetzten Zone auf die Liste auszusondernder Literatur gesetzt. Und das alles tat aber der Karriere von Elisabeth Frenzel und auch ihrem Mann, der auch ein Nazi war, keinen Abbruch. Und Elisabeth Frenzel hat, das Buch war jetzt nicht dabei, aber Elisabeth Frenzel hat 1953 Daten deutscher Dichtung herausgegeben, 1953 in Erstauflage. Und diese Daten deutscher Dichtung sind bis 2007 in mehreren hunderttausend Exemplaren und 35 Neuauflagen erschienen, waren, wie ich gesagt habe, Standardwerk in der Germanistik und sind erst 2009 aus dem Verlagsprogramm rausgenommen worden, nachdem es sehr, sehr kritische Anmerkungen auf die Vergangenheit Elisabeth Frenzels gab und moniert wurde oder sehr stark kritisiert wurde, dass eben in diesen Daten deutscher Dichtung, in diesem Standardwerk,
in der Zeit von 33 bis 45 keine jüdischen Autoren verzeichnet waren, dafür aber mindestens zwei nationalsozialistische Autoren, die auch sehr gelobt wurden, sozusagen. Ja, also auch mit solchen Sachen habe ich dann zu tun, dass ich eben selber entdecke, dass Verfasserinnen, mit denen ich selber in meinem Studium gearbeitet habe, auch eine antisemitische, nationalsozialistische Vergangenheit haben. Wobei das ja eigentlich nicht mehr überraschen sollte, das weiß man ja von vielen. So, jetzt komme ich so ein bisschen zu aktuellen Publikationen. Genau, bei den aktuellen Publikationen habe ich mich auf der linken Seite für das Handbuch des Antisemitismus entschieden. Das ist eine achtbändige Reihe, die bei uns am Institut erarbeitet wurde und ein sehr, sehr wichtiges und gut nutzbares Nachschlagewerk zum Antisemitismus. Also ich selber habe da auch die Informationen zu Theodor Fritsch und den Antisemitenkatechismus rausgezogen. Ich kann mir das immer alles gar nicht merken und muss dann selber immer noch mal vorher nachschauen. Und dieses Handbuch des Antisemitismus gibt halt Auskunft über Länder und Regionen, über Personen, Begriffe, Theorien. Das können Sie vielleicht alles auch auf den Rücken so leicht sehen. Organisationen, Publikationen. Genau, das finde ich sehr, sehr hilfreich und sehr wichtig. Auf der rechten Seite sehen Sie von Carlo Martonio und Jürgen Graf Treblinka. Da möchte ich Ihnen etwas ausführlicher was dazu sagen. Das ist aktuelle Literatur. Ich weiß jetzt gar nicht, also nicht mehr ganz so aktuelle Literatur. Ich glaube, es ist Ende der 90er erschienen. Ich habe jetzt gar nicht mehr genau nachgeschaut. Ende der 90er, vielleicht Anfang der 2000er. Und mit diesem Titel wollte ich Ihnen ein Beispiel geben für den relativ großen Bestand an rechtsextremer, Holocaust-leugnender Literatur, die wir natürlich auch bei uns haben und auch zugänglich machen. Wir haben keinen Giftschrank, weil wir eine wissenschaftliche Bibliothek sind und unsere Wissenschaftlerinnen und Studierenden müssen damit arbeiten. Und deshalb haben wir uns in einer gemeinsamen Sitzung dagegen entschieden, irgendwelche Bücher auszusortieren. Unsere Nutzerinnen sind in der Regel über 18. In meinen 4 Jahren waren 2 unter 18-jährige Nutzerinnen da und die kommen dann mit Schulbescheinigungen, dass sie mit dem Bestand arbeiten dürfen. Also das Besondere an diesem Buch ist, dass es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht auffällt, um was es sich handelt. Und ich musste in meiner jahrzehntelangen Tätigkeit in der Bibliothek das natürlich auch erst lernen. Und zuerst bin ich auf diesen Titel gestoßen, ich glaube eben Ende der 90er Jahre, über eine Literaturliste mit Neuerscheinungen, wo das Buch aufgelistet war. Und ich habe dann gedacht, ach, das ist ja großartig, zu Treblinka, zu dem Vernichtungslager gibt es eigentlich nichts. Und ich habe dann gar nicht mehr recherchiert oder so, sondern habe das Buch sofort bestellt. Und es wurde dann auch von unserer Buchhandlung geliefert, wohl aber dann mit dem Vermerk, dass es ein rechtsextremes Buch ist und ob wir das denn wirklich haben wollen. Und ich wollte Ihnen jetzt so ein bisschen ein paar Informationen geben, woran Sie vielleicht merken, ob Bücher recht sind oder nicht recht sind. Und anhand alleine dieses Titelblattes kann man schon ein paar Merkmale feststellen. Jürgen Graf ist ein deutscher Verfasser. Und wenn Sie unten sehen, ist das Buch bei Castle Hill Publishers erschienen. Also man könnte stutzig werden, wenn es einen deutschen Verfasser gibt, der ein Buch auf Deutsch im Ausland publiziert. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass der Inhalt in Deutschland nicht gedruckt werden darf. Wenn man sich dann noch ein bisschen näher mit dem Verlag befasst, kommt man dann dahinter, dass Castle Hill Publishers der Verlag von Germa Rudolf ist, eines mehrfach verurteilten Holocaust-Leugners, der 1998 diesen Verlag in England, wo er sich im Exil in Anführungsstrichen aufgehalten hat, weil er in Deutschland strafrechtlich verfolgt wurde, gegründet hat. Und in dem Verlag Castle Hill Publishers erscheinen ausschließlich wirklich rechtsextreme Publikationen. Ein zweiter Hinweis ist der Untertitel Treblinka, Vernichtungslager oder Durchgangslager. Treblinka war das letzte errichtete Vernichtungslager und auch das größte Vernichtungslager der Nazis. Es lag im heutigen Polen nordöstlich von Warschau.
Und in den 13 Monaten vom Juli 1942 bis August 1943 wurden geschätzt über 1 Million Menschen aus ganz Europa umgebracht. Es haben extrem wenige überlebt. Es kursieren Zahlen, dass vielleicht 60 überlebt haben. Es gibt also eben auch sehr, sehr wenige Überlebendenberichte aus diesem Lager. Und es ist unstrittig, dass Treblinka dieses Vernichtungslager war. Und diese Publikation stellt nun aber die Frage Vernichtungslager oder Durchgangslager. Und ein Durchgangslager hört sich natürlich auch schon mal gar nicht so schlimm an. Und mit dieser Fragestellung sozusagen kann auch deutlich werden, dass es sich um Holocaustleugner handelt, weil eben diskutiert werden soll, war das überhaupt ein Vernichtungslager? Und der dritte Punkt ist dieses Bild in der Mitte, wo Sie den Plan des Lagers sehen auf dem Umschlag, weil nämlich sehr viele Holocaust-Leugner über technische Fragen diskutieren oder anhand technischer Fragen diskutieren. War das eigentlich möglich sozusagen? Und es wurde ja unter anderem daran festgemacht, dass in Auschwitz Proben genommen wurden von den Öfen und dann angeblich chemisch nachgeprüft wurde, dass da gar nicht so viel Zyklon B enthalten ist, dass so viele Leute dort hätten umgebracht werden können. Oder dass eben anhand solcher Pläne gesagt wird, naja, da konnten gar nicht so viele Leute sein und das geht alles eigentlich gar nicht. Und das sind so im Nachgang Merkmale, anhand derer Sie merken können, dass es könnte sich eventuell um eine rechtsextreme Literatur handeln. Wobei man natürlich sagen muss, also rechtsextreme Literatur ist vielleicht noch relativ einfach zu erkennen, aber im Moment gibt es ja sehr, sehr viele Publikationen in der Grauzone zwischen rechts, rechtsextrem oder gerade noch nicht rechts und so. Und das empfinde ich manchmal als durchaus schwieriger, da zu entscheiden, was ist eigentlich was. So, jetzt komme ich noch mal ganz kurz zu ein paar Zeitschriften, die wir haben. Links sehen Sie das Jahrbuch für Antisemitismusforschung, das bei uns rausgegeben wird, immer zum Jahresende mit aktuellen Aufsätzen und Informationen zur Forschung. Rechts gibt es die Anti-Semitism Studies. Das ist eine Zeitschrift, die es seit 4 Jahren gibt, die in den USA produziert wird und die eben zeigt, dass Antisemitismusforschung auch seit längerem jetzt weltweit vorhanden ist und eben nicht nur in Deutschland bearbeitet wird. Hier nochmal eine Zeitschrift, die auch nochmal auf unseren rechten Bestand hinweist. Das ist ein Heft der Kompakt-Edition. Kompakt ist ja mittlerweile eine Zeitschrift, die wird von Jürgen Elsässer herausgegeben. Und die Zeitschrift wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Ich habe Ihnen gerade dieses Heft von Xavier Naidu mitgebracht. Das ist sehr aktuell. Ich glaube, das ist im September, August, September erschienen und zeigt, dass sich eben rechte Verlage gerne natürlich mit Personen schmücken oder mit Gruppierungen schmücken, die sie eigentlich diskriminieren. Also bei den Rechten, bei der AfD ist ja bekannt, dass Menschen mit anderer Hautfarbe diskriminiert werden, genauso wie Juden auch. Und aber für diese rechten Gruppierungen kommt es dann natürlich wie ein Geschenk, dass es auch solche Leute gibt, die sich bei ihnen engagieren, wie ja auch die Juden in der AfD, sodass die rechten Gruppierungen und Parteien dann sagen können, guck doch mal her, wir sind ja gar nicht so diskriminierend, wie ihr uns alle sagt. Wir sind offen für alle und die haben bei uns auch einen Platz. Und mit solchen Zeitschriften haben wir natürlich auch zu tun. Sie finden bei uns auch die Deutsche Stimme, das Organ der NPD und weitere rechte Zeitschriften. Aber natürlich auch ganz normale sozusagen, also welche zur Antisemitismusforschung, aber auch Gemeindeblätter jüdischer Gemeinden oder andere historische wissenschaftliche Zeitschriften. Das ist bei uns querbeet. Dann wollte ich Ihnen noch kurz zeigen, dass Sie bei uns eben auch, wie ich eingangs gesagt habe, sehr viele Zeitschriften auf Mikrofilm finden. Auf der linken Seite, falls Sie das noch nicht gesehen haben, ist eben dieses Mikrofilmgerät, was Sie haben. Und da ist ein Computer angeschlossen. Das heißt, Sie können die Dinge, die Mikrofilme enthalten, auch einscannen und auf dem Stick mit nach Hause nehmen. Und rechts habe ich nur noch mal gezeigt, weil das halt, ich weiß jetzt nicht, ob Sie das alle kennen, diese Mikrofilme eben auf so eine Rolle aufgespult sind und dann in diese kleinen Pappschachteln kommen. Und
die sind ein hervorragendes Speichermedium gerade für alte Zeitungen und Zeitschriften. Und davon haben wir auch eine ganze Menge und es wird auch sehr viel bei uns genutzt. So, meine Zeit ist laut meiner Stoppuhr fast zu Ende, deshalb komme ich jetzt zum Fazit. Ich würde sagen, die Bibliothek des ZFA ist die Bibliothek zum Antisemitismus, mindestens europaweit, und sie zeigt das breite Spektrum des Phänomens Antisemitismus. Und das wird eben in unserem Bestand sehr, sehr deutlich. Und wie ich Ihnen zeigen wollte, werden bei uns verschiedene Arten von Quellen gesammelt und zur Verfügung gestellt und sind nutzbar. Und als dritten Punkt des Fazits wollte ich Ihnen nur noch mal ganz kurz anreißen, das wäre ein Thema für eine extra Coffee-Lecture oder sonst was. Und ich war letztes Jahr noch auf einer Tagung, da haben wir 2 Tage darüber diskutiert mit verschiedensten Bibliotheken. Kann, darf, soll man die Quellen, die in der Bibliothek des ZFAs und vergleichbarer Einrichtungen gesammelt werden, digitalisieren und frei zur Verfügung stellen? Und ich meine damit gar nicht dieses, dass es personell intensiv ist oder kostenintensiv oder so, sondern Sie konnten jetzt ja auch anhand der Beispiele, die ich Ihnen mitgebracht habe, sehen, um was es sich handelt. Und meiner Meinung nach muss einfach sehr, sehr intensiv diskutiert werden, wofür man das digitalisiert und mit welchen Auflagen, wie auch immer. Also ich bin gar nicht gegen eine Digitalisierung, aber ich finde es eben extrem problematisch, antisemitische Quellen, Zeitschriften, Bücher einfach im Netz frei zur Verfügung zu stellen. Und bin der Meinung, dass wir als Bibliotheken oder Wissenschaftseinrichtungen da auch eine besondere Verantwortung haben, wie man damit umgeht. Aber das wollte ich Ihnen einfach nur noch mal so mitgeben, womit ich mich auch als Bibliothekarin außerhalb meiner normalen Arbeit, meiner täglichen Arbeit beschäftige. Ja, ganz zum Abschluss noch mal kurze Hinweise zur Bibliothek. Während Corona sind wir auch geöffnet, aber sehr reduziert, montags bis mittwochs von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr und ausschließlich nach vorheriger Anmeldung. Sie finden alle Anmeldeformalitäten und das Hygienekonzept und so auf der Homepage des Zentrums für Antisemitismusforschung und dort unter Bibliothek. Und meine Kollegin Frau Siebert und mich erreichen Sie unter den beiden genannten E-Mail-Adressen.